In dieser Woche kann ich Ihnen verraten, wir haben viele Sportarten dabei, ja, die wir ansonsten nicht im Programm haben. Unter anderem zum Beispiel Gewicht heben. Genau. Dann kommen bei uns die starken Männer mit der Hantel zum Zug. Oder besser zum Reißen und Stoßen. Gewicht heben aus Heinsheim. Der TSV feiert nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Holstenbach vorzeitig die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga Südwest. Mal beim Gewichtheben in Heinsheim und die sind aufgestiegen und da waren wir dabei und die Bilder gibt's jetzt. Nach dem Wettkampf am Samstag gegen KSV Holstenbach tobt die Sporthalle in Heinsheim. Die Gewichtheber des TSV sichern sich mit einem klaren Erfolg bereits allen Wettkampf vor Saisonende die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga Südwest. Der siebte Sieg im siebten Wettkampf, also der vorzeitige Titelgewinn. Auch dank der starken Leistung des Neuzugangs in den TSV Rhein Marcel Heinzelmann. In seiner ersten Saison für den TSV Heinsheim erreicht er im Stoßen 150 Kilogramm, eine persönliche Bestleistung. Er fühlt sich in Heinsheim richtig wohl und will mit einem Sieg im letzten bedeutungslosen Kampf ungeschlagen den Meistertitel mit dem TSV. Also wir bereiten uns ganz normal auf den letzten Wettkampf vor, weil wir möchten ja Speyer noch schlagen. Wir möchten verlustpunktfrei die Saison beenden und klar, Speyer ist dann unser Wunschgegner, um die nochmal zu schlagen. Damit es aber nicht nur ungeschlagen der Titel wird, sondern auch der Aufstieg. Dafür müssen die Heinsheimer um Routinier Ralf Fein eventuell dann nochmal in einen Relegationskampf. Der Team Oldie hat übrigens im Stoßen erfolgreich immerhin 122 Kilogramm auf der Hantel. Allerdings muss den Heinsheimern vor der Relegation garantiert nicht bange sein. Wenn Eigengewächs Falk Künzel dann wie gegen Holstenbach eine Bestleistung nach der anderen stemmt, dann ist der TSV Heinsheim auch in der Relegation der haushohe Favorit. Die andere Mannschaft, die da antreten könnte, wäre Altrip oder Duisburg. Die haben beide noch nicht die Leistung von 646 Punkten gemacht. Wenn wir das da wiederholen können, dürfte es dann schon klar sein. Für die meisten Punkte sorgt beim TSV schon seit Jahren der bulgarische Ausnahmeheber Ilian Zankov. Das Kraftpaket einer der Garanten für den Heinsheimer Höhenflug, die rund 400 Zuschauer begeistert. Und auch Oliver Ehemann präsentiert sich schon die ganze Saison in bestechender Form. Das Team erreicht gegen Holstenbach eine neue Bestleistung mit über 646 Punkten. Ein überragendes Ergebnis. Als Belohnung gibt es dafür von den Fans ein eigens einstudiertes Meisterschaftslied. Der Gewichtheberstern strahlt derzeit also über Heinsheim und die Meisterschaft wird dann auch noch mit einer leckeren Torte versüßt. Klar, dass die Heinsheimer Heber stolz auf die überlegene Meisterschaft sind, aber natürlich auch auf ihre Fans. Die Vereine in Heinsheim arbeiten zusammen. Wir haben am Dienstag für den Karnevalsverein, wo die meisten jetzt her waren, die Halle bewirtet. Dafür haben sie für uns heute gesungen. Das passt im Ort. Und alle sind stolz auf die Gewichtheber vom TSV und das ist auch gut so. Wir sind auch stolz und ich denke, wir dürfen dann auch wiederkommen, wenn ihr oben seid, oder? Gell? Selbstverständlich immer. Okay, Dankeschön. Also, und jetzt, das ist das letzte Bier heute. Mit Sicherheit, jetzt gibt es Wein und Sekt. Auf alle Fälle wurde dann noch bis weit in den Morgen gefeiert, in den ganz speziell für die Meisterschaft angefertigten T-Shirts. Und schließlich gab es dann doch noch das ein oder andere Bierchen.
muss für heute reichen. Alles andere ist Schnulli-Bulli.